Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Douglas-Adventskalender für dich, denn ich habe mir den Luxury-Adventskalender geholt. Das ist dieser hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den auch letztes Jahr schon aufgemacht und ich habe mir auch eben nochmal mein Unboxing angeschaut und habe mir gedacht, ich ziehe mir den gleichen Pulli an, ich ziehe mir die Mütze wieder an, die ziehe ich mir aber so oder so an. Rote Lippen müssen auch immer sein. Also ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr wollte ich es tatsächlich schon machen. Und ja, dieser Adventskalender kostet auch genauso viel wie im letzten Jahr, 39,99. Und so weiß ich jetzt halt auch halbwegs noch, was letztes Jahr drin war. Man kann jetzt hier einmal den Schieber entfernen. Und er ist genauso aufgebaut wie letztes Jahr. Ich finde, dass er auch sehr, sehr ähnlich aussieht wie im letzten Jahr. Nur jetzt haben wir so eine Winterlandschaft hauptsächlich hier. Also ganz viel mit Beauty und Ladies und hast du nicht gesehen. Aber du hast hier auch wieder die Möglichkeit, das hochzuklappen. Hast hier einen Spiegel drin. Und du kannst diese einzelnen Abteile hier auch rausnehmen. Und das sind hier wieder Schubladen. Das ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Also vom Aufbau denke ich auch, dass sogar die Kläppchen an der gleichen Stelle sein werden. Und es wird in diesem Video auch wieder eine Verlosung geben. Alles, was du gewinnen kannst, sage ich dir im Laufe des Videos. Und was du tun musst für die Verlosung, um teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und ja, ich bin gehypt. Also letztes Jahr hatten wir tatsächlich mau gestartet. Und haben dann nachher richtig geile Produkte drin gehabt. Und ich bin gespannt, ob wir das dieses Jahr genauso haben werden. Ich bereite mir das jetzt auch genauso vor, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Hashtag Do It For You ist übrigens das Motto von dem Adventskalender. Man tut's für sich selbst. Das kann man nämlich so machen. Und dann hast du einfach das Plastikvieh entfernt. Geilomat. Es ist einfach total nachhaltig, wenn man halt diesen Adventskalender nachher nicht komplett entsorgen muss. Ne? Natürlich hast du hier hinten auch Plastik und so. Ja, natürlich, ja, ja. Aber ein Großteil von dem Produkt, sprich dieses ganze Ding, schmeißt man ja nicht weg. Das behält man. Kann man super verwenden für Make-up-Aufbewahrung, als kleine Schmink- oder Schmuckkästchen. Dieser Spiegel ist schön. Die Schubladen sind auch ganz nice. Ne? Ich hatte das letztes Jahr weiter verschenkt tatsächlich. Auch hier haben wir wieder nicht schön zu öffnende Kläppchen, weswegen ich hier meine Aufmachhilfe habe. So sehen dann übrigens die einzelnen Schübe aus und ich öffne mit euch zusammen die Nummer 1. Wir haben eine Probiergröße von der Kiss & Curl Mascara von Douglas. Die hatte ich letztes Jahr auch in einem Adventskalender mit drin, deswegen ist das jetzt nichts Neues für mich. Genau, das kommt auch noch aus der älteren Douglas-Reihe, sage ich mal, weil hier haben wir noch dieses Douglas-Logo. Das hat sich ja im Laufe diesen Jahres, glaube ich, geändert. Ne? Also das ist eine schöne Mascara, aber ich habe sie halt einfach schon da. 5,5 Milliliter sind hier enthalten. Also ja, wir starten jetzt mit einer Probiergröße. Ne? Das ist so als Einstieg, Leute, wir hatten letztes Jahr eine Full-Size-Größe. Und trotz Mehrwertsteuersenkung kostet dieser Kalender noch exakt so viel wie im letzten Jahr. So, die Nummer 2 sieht mir schon sehr gut nach einem Nagellack aus. Das war es nämlich letztes Jahr auch. Hier haben wir einen matten Nagellack. Das ist ja dieses Jahr auch irgendwie relativ cool gewesen. In der Farbe Natural Matte 700. Das ist dieser hier. Also ich persönlich mag nicht so gerne Nude Nails. Das ist nicht meine Welt. Ich mag das super gerne bei anderen Leuten, wenn die schön gebräunt sind oder so. Bei mir selber mag ich es nicht. Ja, und matt mag ich bei mir halt auch nicht, ne? Naja. Und dann öffnen wir die Nummer 3 und die sieht sehr, sehr groß aus. Oh, und ich entferne fast hier schon die das halbe Kram. Läuft. Oh, guck mal, das ist ein Produkt aus dem neuen Sortiment. Das ist nett. Ja, aber etwas, was ich nicht wirklich verwende. Ne? Ja, das ist ein Trockenshampoo mit 50 Millilitern. Ne? Also es gibt Leute, die das richtig feiern. Ich feiere sowas nicht. Das ist mit Ingwer und Aloe Vera. Das ist schon mal schön von den Inhaltsstoffen her. Aber ich mag kein Trockenshampoo. Super! Die ersten 3 Produkte in dem Adventskalender sind schon mal nichts für mich. Die Nummer 4 scheint auch eine sehr schöne große Tube zu sein. Auch das ist ein Produkt aus der... Oh. Man hört es, ne? Aus der neueren Douglas-Reihe, was ich auch gut finde. Man sieht es gleich auch an dem Logo. Douglas Home Spa Mystery of Hammam Rose and Argan Oil. Das ist eine Comforting Hand Cream mit 30 Millilitern. Ja, die können wir gut gebrauchen, ne? Also Mandel und Rose ist das, glaube ich, ne? Ja. Nein, Quatsch.
Arganöl und Rose. So, wie komme ich denn jetzt auf Mandel? Ach so, wegen Almond. Aber Almond steht hier nicht drauf, Claudi. Okay, ja, und wir sehen hier halt das neue Douglas-Logo. Deswegen haben wir hier nicht nur komplett ausrangierte Produkte drin, was ich gut finde. Ne? Ich hatte es echt befürchtet. Und ja, es riecht richtig gut. Also das ist eine tolle Handcreme. Das erste Produkt, was mir gefällt. Yay! Die Nummer 5 scheint sehr, sehr klein zu sein und erfahrungsgemäß könnte sich hier eine Ampulle drin verbergen. Die, wie ich in meinem letzten Adventskalender-Video noch weiß, jedenfalls letztes Jahr 2 Euro pro Stück wert waren, was gar nicht mal so wenig ist. Oh, die kriegst du ganz schwer raus. Also auch mit Aufmachhilfe, Leute. Mir ist das Ding gerade ein bisschen hin und her gehüpft. Das ist die Clear Focus Ampulle. Und die Ampullen von Douglas haben mir tatsächlich auch letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, sie auszutesten. Finde ich ganz nett. Und kann ich auch gut gebrauchen, dass man halt so ein bisschen die Haut klärt. Also das brauche ich aktuell einfach, weil meine Haut ein bisschen am Spinnen ist. Ne? Das passiert einfach ab und an mal. Und ja, deswegen denke ich, dass ich mir die sogar heute Abend direkt drauf machen werde. Nikolaus ist eine wichtige Kiste und hier haben wir ein langes, schmales Kläppchen, was auch immer. Ich habe Angst, dass meine Nagelfeile hier gleich abbricht, weil es sich schon so biegt. Ne? Die sind sehr fest drin, die Produkte. Ja, diese Mascara hatten wir letztes Jahr auch schon drin, die 5-in-1 Volumizing Mascara. Das ist diese hier. Die hat so ein Gummibürstchen. Ich glaube, die habe ich sogar noch da, ne? Das ist eine schöne Mascara. Aber ich finde die Douglas-Mascaren jetzt nicht so wa-wa-wu-mäßig. Die neueste Douglas-Mascara, die habe ich letztens getestet und in einem Video gezeigt. Das kann ich euch hier oben mal verlinken. Das müsste in dem Tamtam-Beauty-Video gewesen sein. Die ist hammermäßig. Das wäre cool gewesen, wenn die drin gewesen wäre. Aber gut, immerhin haben wir zu Nikolaus eine Full-Size mit drin. Dann ist es auch in Ordnung und die sind auch relativ hochpreisig, ne? Also ich glaube, die ich mir jetzt letztens geholt habe, hat 14,99 gekostet. Die dürften dann auch ungefähr um die 10-15 Euro liegen. Dementsprechend passt das schon. Und wie gesagt, eine Full-Size. Ja. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass ich jetzt nicht so 90% von letztem Jahr hier drin hätte. Ne? Also das wäre irgendwie ganz geil, wenn sich das ein bisschen mehr abwechseln würde. Jetzt habe ich hier die Nummer 7. Das ist so ein Beauty Sponge, der sehr, sehr präzise oben zuläuft, was ich sehr schön finde. Ich glaube, das ist einer von den Sponges gewesen, den ich letztes Jahr auch in einem Adventskalender von Douglas drin hatte. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass es exakt dieser war. Ich kann mich nicht an das Video von eben erinnern, dass es tatsächlich auch dieser war. Ich glaube, das war einer von den anderen. Den hat Sammy, glaube ich, geschreddert. Ja, und den kann man halt super gut festhalten. Das ist ganz nett, ne? Du kannst hier halt hauptsächlich präzise mitarbeiten. Großflächig, dann nimmt man halt diese Seite, ne? Da kannst du dann so übers Gesicht batschen. Und ja, der fühlt sich auch von der Weichigkeit her sehr angenehm an. Also das ist ein schöner, weicher Schwamm. Ja, und der ist rosa. Rosa gefällt mir. Wir haben einen Lauf. Also jetzt entwickelt sich das Ganze dann doch wieder zu etwas Positiverem. Jetzt habe ich hier die Nummer 8 und die ist etwas kleiner. Ich weiß nicht, ob das eine Full-Size ist. Das glaube ich nicht. Forever Red 15. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr genauso drin, Leute. Das ist ein Lippenstift. Das ist halt so ein richtiger roter Lippenstift. Und ich habe ja gesagt, relativ zu Anfang meiner Adventskalender-Unboxings, dass rote Lippenstifte aus den Adventskalendern, ich versuche, dass sie nicht bei mir bleiben, weil ich habe genug rote Lippenstifte. Und deswegen wird der auch weiter wandern. Ja, ist aber an und für sich gar nicht mal so verkehrt, ne? Roter Lippenstift passt auf jeden Fall, solange es halt nur einer in einem Adventskalender ist, ist es super. Dann vielleicht noch irgendein goldenes Produkt, dann hast du ein rotes und ein goldenes Produkt und das passt dann auch weihnachtlich gesehen zusammen. Aber ja, genau, roter Lippenstift, der Klassiker. Es ist ja auch ehrlich gesagt nicht so, dass man sich 20 Adventskalender kauft. Normalerweise kauft man sich einen und dann hat man einen roten Lippenstift und dann ist es okay, ne? Die Nummer 9 ist groß und rund. Aber wir haben, ja gut, es ist als Füllprodukt gar nicht so schlecht, weil die Qualität auch in Ordnung ist, finde ich. Wir haben hier so einen Handspiegel drin und da das halt so ein Klappspiegel ist, muss ich sagen, ist das schon wieder gut. Auch wenn die, ja, doch, man kann sich gut sehen, definitiv. Das ist einer, der etwas näher dran ist und einer, der etwas weiter weg ist. Doch. Also das ist ein guter Spiegel. Doch, und das ist vor allem auch ein schönes Füllprodukt. Das ist okay. Wenn wir jetzt nicht irgendwelche Scrunchies hier drin haben, da kriege ich einen Rappel oder Nagelfeilen oder sowas, dann ist sowas ein nettes Füllprodukt. Das ist okay, oder? Ja. Schreib mir doch mal jetzt an dieser Stelle gerne unten in die Kommentare, was dein absolutes Hass-Füllprodukt in Adventskalendern ist. Meins ist ein Scrunchie. Wir werden zweistellig und gehen jetzt mal zu der Nummer 10. Das ist, was
ist das? Lipstick Fixer Top Coat Sealer. So was hatten wir von Art Deco auch schon mal. 4,6 Milliliter. Und der hat mir von Art Deco tatsächlich auch gar nicht gefallen. Den hatte ich mal in einer Beautybox mit drin, weil das einfach viel zu alkoholisch war, viel zu unangenehm auf den Lippen und das hat einfach nicht funktioniert. Deswegen, ganz ehrlich, mir ist es vollkommen schnuppe, wenn mein Lippenstift sich mit der Zeit abträgt, dann trage ich den halt nach. Also das ist vollkommen in Ordnung, deswegen brauche ich so ein Produkt nicht. Aber ich finde es cool, dass das mit dem Adventskalender ist, weil das einfach mal was anderes ist. So, und deswegen, ja, finde ich das nett. Nicht für mich, aber generell, so vom Prinzip her. So, dann schauen wir uns mal die Nummer 11 an. Die ist sehr merkwürdig geformt. Also die Form ist tatsächlich so von dem Kläppchen. Und hier haben wir wieder ein Füllprodukt drin. Huh, also das ist hart an einem Scrunchie dran, um das mal so zu sagen. Ne? Also wir haben hier den Douglas Luxury Adventskalender für 39,99 Euro. Und ich habe hier eine Haarspange drin, die mich nicht vom Hocker haut. Nein. Die kann ich auch für meine Haare nicht verwenden. Also die ist, für eine Strähne ist die zu groß. Und für meine kompletten Haare ist die zu klein. Also ich kann damit null anfangen. Gar nichts. Vielleicht für Blumen oder so, dass man das so dran macht und dann den Stamm dadurch und dann so einen Kram dadurch und dann hält das besser. Aber ansonsten... Ich hatte übrigens, als ich den Adventskalender gekauft habe, auch diverse Codes auf Instagram geteilt. Falls du mir noch nicht folgen solltest, dann mach das sehr, sehr gerne. Da teile ich gerne Rabattcodes oder Aktionen, die ich so finden kann. Da heiße ich Aidoa P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, oder wenn neue Adventskalender online sind oder so, dann ne, teile ich das in meiner Story, dass man das einfach mal so ein bisschen angeteasert bekommt, dass man sieht, was es überhaupt so gibt. Und da habe ich halt, wie gesagt, auch Rabattcodes geteilt, sodass ich zum Beispiel den Code Douglas3 hatte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hattest du bei Douglas-Produkten Kauf 3, Zahl 2. Das heißt, ich habe bei den Adventskalendern, die ich gekauft habe, einen gratis bekommen. Außerdem hatte ich noch einen 15% Rabattgutschein. Und als ich das bestellt habe, hat das auch alles noch tatsächlich zusammen funktioniert. Also ich konnte alles zusammen mit diesen ganzen Codes bestellen. Und dann habe ich noch irgendwie so ein Set gratis mit dabei gekriegt, weil ich da auch noch einen Code für hatte und Gratisprodukte hier und Gratisprodukte da. Ich bin da ja auch immer ein ziemlicher Fuchs und recherchiere immer, bevor ich tatsächlich bestelle, weil ich weiß, dass es immer irgendwo eine Aktion gibt. Und ja, falls du sowas nicht verpassen möchtest, wie gesagt, folgt mir auf Instagram, da teile ich sowas gerne mit euch. Und wenn ihr so eine Aktion findet, könnt ihr das auch gerne an mich schicken, damit ich das reposten kann. Da erwähne ich euch doch dann auch immer bei mir in der Story und ja, genau. Ne, teile das entsprechend, wenn das halt eine Geschichte ist, die relevant für die komplette Community ist. So. Wir waren jetzt bei der Nummer 11 und gehen jetzt zur Halbzeit, die Nummer 12. Sorry, ein bisschen Eigenwerbung musste jetzt einfach mal sein für meinen Instagram-Account. Der darf ja auch mal wachsen. So, auch dieses Produkt hatten wir nicht. Das ist ein Plump and Gloss Lip Plumper. Sowas mag ich richtig, richtig gerne. Muss ich gestehen, also ich bin ein Fan von sowas. Ich mag das, wenn ich so ein bisschen dieses Minzige auf den Lippen habe und das dann so aufplammt. Also ich finde es schon mal hübsch, dass es so eckig ist. Es ist einfach mal was anderes. Das riecht aber nicht gut. Nee, es riecht wirklich nicht gut. Okay, wenn ich das auftrage, ist es einfach nur durchsichtig. Und meine Hand fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich da irgendwie so ein Plumping-Gedöns drauf gemacht. Manchmal hast du da Chili mit drin, manchmal hast du da Menthol drin. Wobei jetzt... Also es riecht dann quasi so, also auf den ersten Schnüff hat es ein bisschen muffig gerochen, auf der Hand riecht es nach nichts. Nö, tatsächlich nach gar nichts. Entweder rieche ich generell muffig und habe deswegen keinen anderen wahrnehmbaren Geruch auf meiner Hand oder er verfliegt halt, ne? Aber das finde ich cool, ne? Den werde ich auf jeden Fall mal verwenden und ansonsten kann man das halt auch einfach als klaren Gloss verwenden, ne? So, schöne Halbzeit, wirklich schöne Halbzeit. Dann suche ich mir mal die Nummer 13 raus. Hair Grooms and Style Serum in Oil, Argan und Jojobaöl. Toll, für alle Haartypen, 50 Milliliter. So ein schöner Pumper. Ich mag Pumper einfach gerne. Die kann man dann auch weiterverwenden. Ne? Also theoretisch kann man da auch andere Produkte reinmachen. Ein Serum oder sonst irgendwas, was du in der Tube hast, kannst du dir da reinfüllen und dann hast du halt einen Pumper. Ist schön. Dann hast du für Ume mit dabei. Eine kleine Menge auf das nasse oder trockene Haar auftragen, nicht ausspülen. Ne? Sowas verwende ich einfach super gerne in meinen Haaren nach dem Duschen. 1A. Schön. Ja, das ist so, ne, jetzt, es wird immer besser und besser. Und am Ende haben wir was Hammermäßiges hier drin bestimmt, keine Ahnung. So, die 14 ist jetzt sehr, sehr schmal. Ja, komm, das ist ein Klassiker, ne, Mini Eye Pencil in der Farbe 1 Black.
Es ist so ein ganz, ganz kleines Ding. Also ich denke, das ist vielleicht die Hälfte von einem normalen Kajalstift, weil das scheint ja ein Kajal zu sein, den man so sonst in den Advents, ach Quatsch, in dem Sortiment kaufen kann. Deswegen denke ich, dass ich den halben Preis ansetze, oder? Auf der Verpackung stehen die Produkte inklusive Mengenangabe eigentlich nämlich auch drauf. 0,6 Gramm sind hier enthalten. Ist ja nicht so viel, ne? Aber er ist auf jeden Fall drin. Ich benutze keinen Kajal mehr. Ich habe das damals in meiner Punkzeit einfach sehr, sehr gerne verwendet. Habe das mir dann quasi auf die Wasserlinie gegeben, ausgesmoked, Mascara drüber, fertig. Das war mein Make-up of the day, ne? Manchmal auch noch ein bisschen Foundation. Aber von Bronzer, Blush und Highlighter brauchen wir in dem Moment gar nicht zu reden. Habe ich nicht gemacht. Und ja. Meine wilde Jugendzeit, Leute, ich sag euch das, ja. Aber ja, verwende ich auf jeden Fall nicht mehr so gerne. Ich mag das einfach lieber, wenn meine Wasserlinie halt hell ist. Ich gebe mir da sogar lieber noch so einen nudigen Kajal drüber, aber einen schwarzen mag ich nicht mehr so gerne. Und als Eyeliner-Ersatz kann ich den auch nicht verwenden, weil das stempelt bei meinen Schlupflidern halt leider ab, ne? Die Nummer 15 ist auch wieder sehr klein und es wird eine Ampulle sein. Das hat sich gereinigt. Oh, ich habe immer Angst, dass wenn ich die rausdrücke, dass die mir zerspringen in 1000 Stücke. Nee, das hat jetzt gut funktioniert. Das ist ein Perfect Focus und die hat auch so einen leichten Schein mit da drin. Und die soll halt einfach die Haut perfektionieren und schön aussehen lassen, frisch aussehen lassen. Und 1,5 Milliliter in der Ampulle finde ich auch ganz toll. Deswegen, klasse. Ich mag die. 16. Hier haben wir wieder eine sehr interessante Tube drin. Ach Mensch, das finde ich jetzt aber blöd. Das ist jetzt die zweite Handcreme. Letztes Jahr hatten wir auch viele Gesichtscremes und Seren und sowas drin. Gut, dafür haben wir jetzt halt so Haarprodukte, aber ja, Douglas Home Spa Joy of Light, Let Your Aura Shine mit Lemon and Jasmin. Jasmin ist voll mein Ding. Limone mag ich gar nicht. Das ist jetzt natürlich super frech, weil etwas, was ich liebe und etwas, was ich hasse, sind in einem Produkt vereint. Schade. Den Jasmin riechst du richtig toll raus, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich mir das dann auf die Hände gebe, dass ich dann den Limonenduft habe und dann habe ich das Gefühl, ich hätte gerade unser Badezimmer geputzt. Aber die zweite Handcreme. Nöle, nöle, nöle. Die 17, die sieht auch wieder sehr fancy aus von ihrer Verpackung, könnte ein Nagellack sein. Weil guck mal, wie fancy das aussieht, ne? Ist echt fancy. Muss ich an dieser Stelle sagen, ja. Den müssten wir letztes Jahr auch exakt drin gehabt haben. Genau in dieser Größe, denn der kommt mir ultra bekannt vor. 4,5 Milliliter von dem Heartbreak Nail Polish. Das ist dieser kleine. So ein wunderschönes Weihnachtsrot, passt zu dem Lippenstift, ne? 1A, würde ich sagen. Aber ich habe sehr viele rote Nagellacke, um ehrlich zu sein. Das heißt, auch der wird nicht bei mir bleiben. Nummer 18 ist wieder schön rund. Was da drin ist, vielleicht auch mal so eine Haarmaske oder eine Gesichtsmaske. Das ist eine Nourish Cuticle Cream Intensive Nourishing Care Enriched with Cocoa Oil. Das ist diese hier. Da haben wir 15 Milliliter drin. Ist Cuticle Cream eine Augencreme, eine Augenfaltencreme? Ich glaube schon, oder? Ich hatte sich gerade der Deckel gelöst. Oh, der sollte sich besser nicht lösen. Ah, die ist aber auch noch verschlossen. Hat jetzt keinen Duft von Kokos oder so mit drin. Und das sieht echt hübsch aus, das Pöttchen, ne? Das ist zwar Plastik, aber da kann man sich nicht beschweren. Also eine schöne Verpackung, definitiv. Was heißt Cuticle? Weiß ich nicht. 19? 18? 19 muss ich jetzt aufmachen, genau. Ja, jetzt kommen wir nämlich so langsam zu den Produkten, wo ich gedacht habe, ne? Luxuriöse Pflege, die sind dann halt auch einfach etwas hochpreisiger. Douglas Perfect Focus Energizing Cream Porcelain Flower and Hibiscus. Das ist einfach eine Gesichtscreme mit 20 Millilitern. Das hört sich auch super edel an, finde ich. Hibiskus hört sich edel an, Porzellanblume hört sich edel an. Und ja, deswegen, ne? Finde ich ganz toll, dass sowas halt auch einfach mit in diesem Adventskalender drin ist. So, 20. Ja, wir kommen in den 20er Bereich tatsächlich. Es ist wieder so lang und schmal, scheint dann auch irgendein Lippenprodukt zu sein. Uff. Wer soll diese Farbe tragen? Ja, ich habe auch sowas hier natürlich in dieser Farbe, aber erinnert euch diese Schrift nicht auch an nix? Jetzt mal ohne Witz, oder? Ultimate Satin steht hier drauf. Das ist ein Liquid Lipstick und diese sehr, sehr pinke Farbe heißt auch tatsächlich Fearless Pink. Wahnsinn, 2,5 Milliliter. Ich denke, dass es tatsächlich eine Full Size ist. Long Lasting Liquid Lipstick. Also ich finde es super witzig, wie sehr mich das an nichts erinnert, ne? Ja, aber pinke Liquid Lipsticks oder Lippenstifte habe ich tatsächlich. Ist aber an sich ganz witzig, dass sowas im Adventskalender drin ist, weil es einfach mal was anderes ist, ne? Nude wäre vielleicht ein bisschen alltagstauglicher und allgemeingültiger gewesen, aber irgendwie auch mal ganz fancy, wenn hier eine etwas intensivere Farbe drin ist.
Mein Nagellack hat sich gelöst. Das läuft ja bei ihm. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 21. Oh, damit ist übrigens das oberste Schubfach, sage ich jetzt mal, leer. Wir haben hier einen Cognacschwamm drin. Das ist dieses hier. Ist jetzt ohne Verpackung. Das, ja gut, ne? Normalerweise hat man halt den Adventskalender für sich und gibt die Produkte nicht weiter. Das ist ein Schwämmchen. Das legst du so für 3 bis 5 Minuten, bevor du es verwendest, in ein bisschen lauwarmes Wasser. Dann saugt sich das schön mit Wasser voll. Denn jetzt ist es ja noch hart. Ne? Und wenn du es dann sich vollsaugen lässt, dann hast du halt so ein richtig schönes Produkt. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass es so rosa ist oder so Aprikofarben. Denn normalerweise ist es ja aus der Cognac-Wurzel vom Cognac-Baum oder so, heißt der dann ja so. Ne? Und dann ist es eigentlich ein ganz, ganz natürliches Produkt. Deswegen bei der Farbe glaube ich nicht, dass es ein ganz natürliches Produkt ist. Aber naja, es ist ganz nett. Damit kann man halt schön das Gesicht reinigen und kann entweder das zusammen mit einem Reiniger verwenden oder halt wirklich nur dieses Produkt alleine verwenden, was dann auch deutlich hautschonender und hautfreundlicher ist. Ja, deswegen ist ganz... Also das ist ein tolles Tool. Ja. Die Nummer 22 beendet unseren mittleren Schub. Oh, dekorative Kosmetik, Leute. Und hier haben wir einen Make-up-Primer drin. Die Make-up-Produkte von Douglas von der Eigenmarke sind ehrlich gesagt sogar richtig gut. 8 ml sind hier drin und das ist einfach ein Make-up-Primer. Ich glaube, den hatte ich letztes Jahr auch im Adventskalender. Muss ich mal gucken, ob ich den schon habe. Ansonsten, ne? Ich finde dafür auf jeden Fall Verwendung. Aber finde ich ganz cool, dass es drin ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der mattieren soll, ob der Glanz geben soll, ob der sonst irgendwas geben soll, weil es steht einfach nichts drauf. Es steht nur Make-up-Primer drauf. Der soll einfach nur das Make-up halten. Vorletztes Kläppchen, die Nummer 23, ist lang und schmal. Schön. Das ist auch ein tolles Tool, denn das ist ein Pinsel. Das ist so ein etwas breiterer Smudger. Das gefällt mir und der fühlt sich auch gut an. Das ist die 242 All Over Eyeshadow. So, jetzt kommen wir mal zu der Nummer 24 und die öffnen wir gemeinsam. Mini Best of Colors. Oh, letztes Jahr hatten wir eine Face-Palette drin und dieses Mal haben wir eine Lidschattenpalette drin. Ja, 8,7 Gramm sind hier enthalten und das hier sind tatsächlich die Farben. Ich bin ehrlich mit euch. Ich werde die nicht behalten. Also ich habe eine schöne Palette von Douglas. Die kann ich euch hier oben mal verlinken. Da habe ich auch einen schönen Look mit geschminkt. Die war auch schön, schön bunt. Die hier ist mir echt zu langweilig. Ne? Das sind halt, ja, es sind Töne, die wirklich den meisten gefallen werden, weil sie halt tragbar sind. Sie sind alltagstauglich. Es sind nudige Töne. Es sind schöne Schimmertöne, aber auch 2 matte Töne mit dabei. Also das sieht alles sehr, sehr ansprechend aus. Aber ich muss sagen, mit meiner Sammlung, die ich nun mal habe, ist es nichts für mich. Das ist blöd für mich, aber es ist schön für dich, denn sowas kann man dann entsprechend halt auch hier gewinnen. Wie immer habe ich mir 5 Produkte, also meistens 5 Produkte, aber jetzt habe ich mir 5 Produkte aus dem Adventskalender ausgesucht, die ich gerne hier verlosen möchte. Das ist einmal hier der Lipstick Topper, dann habe ich hier einmal das Trockenshampoo, dann habe ich den roten Nagellack, dann habe ich den roten Lippenstift und den Kajalstift. Alles, was du dafür tun musst, steht natürlich unten in der Infobox. Und ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Unboxing von dem Douglas Luxury Adventskalender. Er hat mir doch eigentlich ganz gut gefallen. Also die Produkte, die enthalten waren, haben mich doch positiv überrascht. Und ich kann ihn wärmsten Herzens empfehlen. Also den vom letzten Jahr hatte ich ebenfalls als empfehlenswert immer wieder, ne, gesagt. Also es ist ein toller Adventskalender. Vor allem, dass du den nachher auch weiterverwenden kannst. Ich finde es astrein. Du kannst die Produkte direkt dann da reinlegen. Es ist echt schön. Und ja, das war jetzt tatsächlich mein Unboxing dazu. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!